Davis Cup der Generationen. Doch warum wir eigentlich heute hier sind, warum Misha uns besucht, hat einen anderen Hintergrund. Und Misha, dazu kannst du uns ja ein bisschen was erzählen. Und zwar geht es um die Alexander Zverev Foundation, die im letzten Jahr du und dein Bruder gegründet haben. Richtig? Erstmal guten Tag. Ich wollte eigentlich sagen, weil es hier so schön ist. Schönes Wetter, schöne Stadt und ein schöner Verein. Deswegen sind wir auch gerne hier. Aber natürlich geht es darum, um die Foundation von meinem Bruder, Alexander Zverev Foundation. Er selber hat Diabetes, seit er klein ist und Typ 1. Und viele haben gesagt, Profisport mit Diabetes ist kompliziert. Rumreisen um die ganze Welt ist fast unmöglich. Und, aber er wollte nicht aufgeben als kleiner Junge. Und mit der Hilfe und der Liebe der Eltern, mit viel natürlich Ehrgeiz und später auch Disziplin, hat er einiges erreichen können im Profisport. Und jetzt möchte er wirklich vielen Menschen das zurückgeben, was er damals bekommen hat. Nämlich auch die Sicherheit und das Selbstvertrauen und dass man halt auch mit einer Krankheit wie Diabetes vieles erreichen kann, auch im Profisport oder im Berufsleben. Und da geht es natürlich auch in erster Linie darum, vielen Menschen in Entwicklungsländern das Leben zu retten. In Deutschland hat man natürlich die Versorgung mit Insulin, mit Teststreifen, mit anderen Sachen, was angeht, aber in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Afrika oder Asien, wenn man die Diagnose Typ 1 Diabetes bekommt im jungen Alter, dann wird man oft das 18. Lebensjahr nicht erreichen. Und er hat gesagt, ich möchte nicht, dass in der heutigen Zeit Menschen sterben, weil sie Typ 1 Diabetes haben. Und deswegen hat er die Stiftung ins Leben gerufen, um wirklich Kinder und Eltern Mut zu machen und Menschenleben zu retten. Du warst vor kurzem gerade in Monte Carlo, glaube ich, unseren U14 Europameister, beziehungsweise Nummer 1 in Europa beobachten können. Und ich fand es total beeindruckend, was das für eine Medienpräsenz hatte und wie du das auch begleitet hast bei Moderation. Hast du dir gegen Diego was ausgerechnet oder bist du einfach schon zu eingerostet inzwischen? Ich konnte ihn letztes Jahr beobachten. Er ist Europa- oder Weltmeister geworden, hat das Masters gewonnen in Monte Carlo. Und da konnte ich schon sehen, er spielt hervorragendes Tennis. Und jetzt habe ich die Gelegenheit, gegen ihn spielen zu dürfen. Es wird nicht einfach. Ich bin im Kopf, aber ich glaube, ich würde sogar eher auf ihn setzen. Also Wetten bieten wir nicht an, aber wir sind gespannt, Misha. Jetzt würde ich mal bitten, Marc und Markus, ihr müsst jetzt nochmal vom 20 der Welt. Sandplatz-Spezialist, eigentlich aus Brasilien, eingedeutscht mit 16 Jahren. Marc Kevin Göllner für die Goldies. In Einzel gegen den deutschen Meister, der U18er, SCC, erste Herrenspieler, Markus Malaschak. ATP 22, stimmt, oder? 26. Habe ich nicht verstanden. Okay. Ja, Marc kommt eigentlich aus Brasilien. Das erklärt vielleicht auch seine Sandplatzliebe, was ja eigentlich seinem Spiel gar nicht so entgegenkommt. Aber größte Erfolge von Marc, alle auf Sand. Ich habe das auch gar nicht mitbekommen, dass er es leise hätte spielen sollen. Schwierig, ganz schwierige Entscheidung. Ich würde zwei neue geben. Ich muss zwei neue geben. Ich habe es selber auch nicht gesehen, Marc. Wir müssen auch bei den Ringen bleiben. Wir müssen die Karte hochheben, ne? Die sieht schon ein bisschen komisch aus, die Karte. Ihr könnt jetzt aber gerne noch mal nach einem Slice fragen. Das machen. Slice.
Slice. Jetzt ist es angekommen. Muss das auch ein Slice-Aufschlag sein, oder? Ja? Okay. Ich würde sagen, im Volley-Spiel ist alles erlaubt. Das war eine gute Lösung, würde ich sagen.